Hola, buenas tardes. Hallo, ja, wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs. Und zwar bin ich auf der schönen Insel Mallorca, hier in Can Pastilla. Ich habe mir das 4-Sterne-Adult-Hotel, also nur für Erwachsene, ausgesucht, und zwar das THB El Cid. Das Hotel hat 216 Zimmer und hat mit Partytourismus und Feiern eigentlich weniger zu tun. Ganz im Gegenteil, hier geht es sehr, sehr sportlich zu. Es ist ideal für alle Wassersportliebhaber, ob Segler, Kitesurfer oder Stand-up-Paddler, alle kommen hier voll auf ihre Kosten. Natürlich gibt es auch hier Fahrradräume, wo man sich die Fahrräder ausleihen kann oder eben hat das eigene Fahrrad dabei. Außerdem ist das Hotel ein idealer Ausgangsort, um vielleicht schnell mal mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Haltestellen gibt es direkt hinter dem Hotel und man kann auch zu Fuß ins Aquarium laufen. So wie das Hotel im Einzelnen aussieht, das zeige ich euch jetzt auf meinem Rundgang. Das ist also der Eingang ins El Cid. Durch die Drehtür gelangt man direkt ins Foyer. Hell, freundlich und richtig schön gestylt. Auffallend gut sind die großen Hinweisschilder, richtig toll beschrieben, sodass jeder Mann und jede Frau das auch lesen kann. Die Rezeption ist übrigens 24 Stunden am Tag besetzt. Hier kann man unter anderem auch Ausflüge buchen oder aber ein Auto, wenn man möchte. Von hier ab geht's direkt in die Bar, die täglich morgens ab 10 Uhr geöffnet ist. Und die ist wirklich sehr gut bestückt. Ja, schöne Sessel stehen bereit, hier kann man chillen, sich entspannen, ein Buch lesen oder auch Spiel machen. Hier zeige ich euch nun ein Superieur-Doppelzimmer, und zwar die Nummer 320 auf der dritten Etage mit seitlichem Meerblick. Alles hell, freundlich, in weiß gehalten, Twin Beds, ein sehr großer Kleiderschrank, Badetücher liegen dort, zusätzlich noch Decken. Ups. Hier ist der Safe, Telefon. Der Kühlschrank und zur Begrüßung gibt es 2 Flaschen Miguel Bier. Wasserkocher mit Kaffee und Tee. Der Balkon, wie gesagt, mit seitlichem Meerblick. Groß ist er. Und da sieht man direkt auf den Strand von Can Pastilla. Werfen wir jetzt einen Blick ins Bad. Ebenfalls sehr modern, sehr schön gemacht. Die Kacheln, die bodentiefe Dusche, das Waschbecken mit dem großen Spiegel. Handtücher sind natürlich auch da. Alles fein und sehr, sehr sauber. Der Weg führt weiter ins Restaurant und hier schauen wir uns einmal gemeinsam das Frühstücksbuffet an. Ein großes Angebot an Käse und Wurst steht bereit. Auch warme Sachen wie gegrillte Tomaten oder Würstchen. Natürlich auch Rührei und gebratener Speck. Diverse Gewürze, um die eigenen Speisen nochmal anzureichern. Hier wird gerade vor den Augen der Gäste das Omelette frisch zubereitet. Tomaten, Schinken, gekochter Schinken und Käse dürfen dabei natürlich nicht für ein perfektes Omelette fehlen. Des Weiteren gibt es auch Artischocken, angemachten Reis und große Bohnen in Tomatensauce. Und süß geht es hier weiter. Die gesunde Ecke mit jede Menge frischem Obst findet man hier. Lust auf frische Brötchen oder soll es doch lieber ein Brot sein? Und hier kann man sich mit typisch mallorquinischen Spezialitäten bedienen.
Lust auf einen süßen Brotaufstrich? Hier gibt es Marmelade und den typisch spanischen, sehr leckeren Honig. Natürlich und Nutella. Wie schön, dass es auch hier gesund weitergeht mit einer Anzahl von Trockenfrüchten und hier Körnern wie Chiasamen, Leinsamen und Kürbiskernen. Ja, es gibt ja Leute, die mögen zum Frühstück schon einen Salat und den können sie sich hier zusammenstellen. Andere hingegen mögen dann doch lieber einen Joghurt oder aber ein Müsli, was sie sich hier zusammenstellen können. Der erste Pool, den ich euch gerne zeigen möchte, ist dieser hier. Schön gemacht mit dieser tollen kleinen Brücke hier. Und unter dem Windrad ist übrigens die Poolbar. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann das unter anderem hier auch auf dem Tennisplatz machen. Werfen wir jetzt einmal gemeinsam einen Blick in den Wellness- und Fitnessbereich. Hier zunächst der Indoor-Pool, den ich euch vorhin ja schon kurz gezeigt habe und jetzt ein bisschen detaillierter. Das ist der kleine, aber sehr feine Fitnessraum. Wer mag, kann sich auch hier massieren lassen oder aber dreht eine Runde in der Sauna oder im Dampfbad. Radfahren, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wird hier in Campastia ganz groß geschrieben. Dazu gibt es eine eigene Station hier unten in dem Bereich und da kann man Fahrräder buchen oder aber auch hier in diesem weiteren hinteren Bereich sein mitgebrachtes Fahrrad abstellen. Dies ist nun der zweite Outdoor-Pool. Viele bequeme Liegen stehen bereit mit Sonnenschirmen. Und was ganz wunderbar ist, ist die Aussicht hier vom Poolbereich aus, denn man guckt direkt auf die schöne Promenade und den Strand. Nach einem gelungenen Tag freut man sich natürlich auf das Abendessen. Und das Abendbuffet, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Eine große Auswahl an verschiedensten Lebensmitteln stehen zur Verfügung, um sich den eigenen Salat selbst zusammenzustellen. Auf keinem Buffet darf natürlich Pasta fehlen. Und die sieht man auch hier, gefolgt von Hähnchensticks, eine Pizza und einem frischen Braten, der gerade aufgeschnitten wird. Angemachte Speisen und eine Paella finden wir hier. Im Bereich des Showcookings werden täglich frischer Fisch und Fleisch zubereitet vor den Augen der Gäste. Weitere Spezialitäten folgen in dieser Ecke hier. Sowie bereits angemachte diverse Gemüsesorten. Obst oder doch lieber was Süßes? Die Qual der Wahl. Ja, und da bekanntlich das Beste zum Schluss kommt, hier der Blick auf den Schokoladenbrunnen. Und dann geht's ab in die Bar, denn hier gibt's Live-Musik. Künstler tun ihr Bestes, um die Gäste zu unterhalten, die dann auch das Tanzbein schwingen können. So ihr Lieben, das war also mein Rundgang hier durch das El Cid Hotel in Campastia. Mir hat es hier sehr gut gefallen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über euer Like. Ja, und ihr wisst ja, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr garantiert kein weiteres Video mehr. Denn sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, auf bald, schöne Grüße, tschüss, eure Renate.